Jetzt hat ja kürzlich die Chefin von Russia Today, Margarita Simonyan, im wahrsten Sinne eine Bombe platzen lassen. Sie hat ein abgehörtes Gespräch von hochrangigen deutschen Offizieren veröffentlicht. Darüber wird unter anderem davon gesprochen, wie man die Krim-Brücke mit deutscher Hilfe. Bevor wir jetzt zu den Taurus-Leaks kommen, schreibt der Rollo gerade im Chat, die Mehrheit der deutschen Bevölkerung ist gegen Krieg. Pro Krieg sind nur Teile der Grünen, CDU und FDP. Und also Politiker, ja, definitiv. Es ist immer nur eine kleine Elite, die für Krieg ist. Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt das zumeist ab und liegt damit zumeist auch richtig. Also Deutschland hätte es in den letzten 150 Jahren, wäre es in den letzten, ja, 140 Jahren wohl besser gegangen, wenn wir keinen Krieg geführt hätten. Sprengen kann. Es wird davon gesprochen, dass sich US-Soldaten in Zivil auf ukrainischem Territorium befinden. Es ist auch die Rede von britischen Soldaten, die vor Ort sind. Und das müsste Danke für dein Abonnement, X-Word Else an der Stelle. für Sie, Herr Ganser, doch ein sehr spannendes zeithistorisches Dokument sein. Das Gespräch, das geht rund 37 Minuten und es offenbart wirklich, wie tief Deutschland tatsächlich in diesen Krieg verstrickt ist. Herr Ganser, was waren denn Ihre ersten Gedanken, als Sie dieses Gespräch das erste Mal gehört haben? Also ich habe es mir zweimal angehört. Ich habe mir sofort das Original angehört und das, was man verstehen muss, ist, wenn Deutschland einen Angriff auf die Krimbrücke mit Taurus-Marschflugkörpern macht und auch versucht, die Spuren zu verdecken, ein Teil des Gesprächs ging ja darum, wie könnte man die Spuren verdecken, aber wenn das aus Deutschland unterstützt wird, dann ist es ein Angriff von Deutschland auf Russland. Der einzige Kommentar, den ich dazu habe, ist, das sollte man auf keinen Fall tun. Also natürlich ist jede Regierung frei, Chaos zu erzeugen und Verderben über das Volk zu bringen. Das kann man schon machen. Aber eigentlich ist die Aufgabe einer Regierung, Schaden vom Volk abzuwehren. Das ist eigentlich die ursprüngliche Aufgabe, und zwar ganz unabhängig, welche Partei man ist. Und da muss ich wirklich sagen, ich finde das erstaunlich, dass hochrangige Luftwaffenoffiziere so etwas diskutiert haben. Man muss aber auch sagen, es ist nicht passiert. Ja, es ist also nicht jetzt sozusagen diskutiert und dann hat man es gemacht. Es gibt ein anderes abgehörtes Gespräch von 2014, ähnlich interessant für mich als Historiker. Da hat Viktoria Nuland den Putsch besprochen in Kiew. Das war ein Gespräch zwischen der amerikanischen Vizeaußenministerin Victoria Nuland und Jeffrey Pyatt, das war der amerikanische Botschafter in Kiew. Und sie haben darüber gesprochen, wie man in der Ukraine die Regierung stürzen kann. Das wurde dann aber wirklich umgesetzt. Das Gespräch war vorher, dann kommt der Putsch. Und jetzt sind wir wieder in dieser Situation. Wir haben im Moment das abgehörte Gespräch. Und ich hoffe jetzt einfach, dass nicht danach die Aktion kommt, dass Deutschland mit Taurus-Marschflugkörpern die Krimbrücke in die Luft sprengt. Weil wenn man das tut, dann muss man natürlich mit russischen Gegenschlägen rechnen. Und dann haben wir einen Krieg zwischen Deutschland und Russland. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Amerikaner das eigentlich befürworten. George Friedman ist ein amerikanischer Geostratege und der gesagt, Ja, aber ich glaube erstmal, dass Russland rational genug sein wird, um keinen direkten Schlag gegen NATO-Länder zu starten. Und zweitens, dass die NATO so einen direkten Krieg auch nicht will. Man will einen Stellvertreterkrieg auf dem Boden der Ukraine, aber keinen direkten Krieg zwischen Russland und NATO-Ländern, weil das sehr schnell zu einem Atomkrieg eskalieren kann. Also da kann man wohl davon ausgehen, dass die russische Regierung rational genug sein wird, um das nicht zu tun. Also was nichts daran ändert, dass man definitiv vor solchen Gefahren warnen sollte. Also je weiter man eskaliert im Ukraine-Krieg, desto größer wird die Gefahr, dass es tatsächlich zu so einer großen Eskalation kommt. Und die würde dann am Ende keiner überleben. wenn sich die Deutschen und die Russen gegenseitig bekämpfen, dann schwächen sie sich untereinander. Und das war im Ersten und im Zweiten Weltkrieg und auch im Kalten Krieg immer das Interesse der USA. Das heißt, man muss hier auch ein bisschen über Deutschland hinausdenken. Und in diesem Gespräch wird auch vom sogenannten Reach-Back-Verfahren gesprochen. Damit wird in der militärischen Fachsprache die Einsatzoperation aus dem Heimatland bezeichnet. Das heißt, es ist im Grunde genommen der Beweis dafür, dass
aus Großbritannien in dem Fall wahrscheinlich. Das ist jetzt tatsächlich immer noch der Taurus League. Hier wäre es gut gewesen, wenn Flavio von Witzleben nach weiteren Belegen dafür gefragt hätte, warum das 2014 ja vom Westen unterstützter Putsch war. Warum das eben keine demokratische Revolution war, denn das ist ja die Propagandaerzählung, die aus dem Mainstream dann an der Stelle kommen würde. Also aus dem Mainstream, da hört man, ja, es war die Bevölkerung, die in der Ukraine 2014 die Regierung gestürzt hat, was an sich schon völliger Schwachsinn ist. Also Regierungen werden nicht von der Bevölkerung gestürzt, sondern von organisierten Minderheiten, die in die entsprechenden Machtmittel in der Hand haben. Und das war in der Ukraine eben die Maidan-Bewegung, beziehungsweise vor allem die Militanten und in Institutionen im tiefen Staat, im Sicherheitsapparat, im Parlament vertretenen Teile der Maidan-Bewegung, wo auch viele Rechtsradikale zugehörten, die die Regierung gestürzt haben. Das war nicht das Volk. Und hier hätte man auch immer auf die Details eingehen können, beispielsweise auf die vielen erschossenen Menschen im Februar 2014, wo Scharfschützen sowohl auf Demonstranten als auch Polizisten gefeuert haben, hätte man darauf eingehen können, dass diese Scharfschützen aus Gebäuden gefeuert haben, die eben von den Maidan-Demonstranten kontrolliert wurden und so weiter und so fort. Auf all das hätte man hier vielleicht noch ein bisschen weiter eingehen können, denn ja, einfach um diese, also das Narrativ, was Ganser hier verbreitet, ist natürlich faktisch völlig richtig, aber einfach um diese ganzen Lügen, diese ganze Propaganda, die also aus dem Mainstream kommt, besser widerlegen zu können. Schon so geht es zumindest aus dem Gespräch hervor, schon Angriffe beispielsweise auf die Krimbrücke geplant worden sind. Sie wurde ja in der Vergangenheit schon mal angegriffen. Also Herr Ganser, ist dieses Gespräch für Sie der Beweis, dass der Westen, in dem Fall Deutschland, Großbritannien und die USA, direkte Kriegspartei sind? Ich bin schon der Meinung, dass der ganze Krieg mit einem Putsch der USA begonnen hat. Also 2014, natürlich waren auch Rechtsradikale in der Ukraine daran beteiligt, aber die entscheidende Entwicklung historisch gesehen für mich war, dass der Westen die NATO-Osterweiterung gemacht hat mit Polen, mit Ungarn, mit Estland, Lettland, Litauen, mit Rumänien, mit Bulgarien, mit Slowakei, Slowenien und so weiter. Also die Idee, einfach die NATO weiter auszudehnen, das war der erste Schritt. Und dann kam man eben 2008 auf dem NATO-Gipfel in Rumänien, in Bukarest, hat man gesagt, man möchte auch die Ukraine in die NATO hineinziehen. Das wurde auch öffentlich gesagt. Das war damals noch Präsident Bush in seinem letzten Amtsjahr, also US-Präsident. Und das hat man dann wirklich verfolgt. Also das war nicht nur eine Erklärung, sondern das hat man umgesetzt. Und man hat 2014 eben Präsident Janukowitsch gestürzt in der Ukraine. Und das heißt, Da habe ich einen ganz anderen Blick als ARD, ORF und SRF. Weil ARD, ORF und SRF, also SRF ist das Schweizer Fernsehen, also ich weiß nicht, ob das hier so bekannt ist. ORF, das sind die Österreicher, ARD kennt ihr ja hier, und ZDF. Das heißt, das sind so ein bisschen die Leitmedien, weil viele ja einfach noch irgendwie so vor dem Fernseher sitzen, was natürlich eine einseitige Perspektive ist. Aber die sagen immer, der Krieg hat 2022 mit der russischen Invasion angefangen. Ich sage immer, die russische Invasion vom 24. Februar 2022 ist illegal, weil es ist ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Aber der Krieg hat mit dem Putsch vom 20. Februar 2014 angefangen. Und das heißt, und der ist auch illegal. Das heißt, Obama, US-Präsident Obama und Joe Biden, der war Vizepräsident, haben mit Victoria Nuland zusammen diesen Putsch gemacht. Und wenn Sie fragen, sehe ich das als eine westliche Intervention? Ja, klar. Das ist Beteiligung. Und der Westen versucht immer zu sagen, na, wir sind nicht beteiligt, aber es werden ja auch ukrainische Soldaten in Deutschland auf amerikanischen Militärtruppen. Wie gesagt, bei diesem Putsch, da bin ich inhaltlich vollkommen bei Daniele Ganser, aber da würde ich gerne mal eine Diskussion zwischen ihm und einem Forscher aus dem Mainstream sehen, der das eben anders verkaufen will, der beziehungsweise überhaupt die Bevölkerung hätte da eine demokratische Revolution veranstaltet. Also diesen ganzen Propagandaschwachsinn, irgendein Professor, der den behauptet und der diskutiert da mit Daniele Ganser. Das würde ich gerne mal sehen.